Ja, meine lieben Zuschauer, ich habe mich entschieden, ob ich weitermache oder nicht. Deswegen geht's auch schon los mit dem Video. Du schwebst über Straßen, die leer und kalt, und fliegst in die Ferne, wo Frieden lang. Ich habe ja im letzten Video erklärt, dass ich entweder weitermache oder nicht. Doch die Auflösung kommt am Ende des Videos. Und zwar, ich habe mich auch viel beschäftigt mit den Tauben hier, mit meinen drei hier, mit meiner einen Taube, die da drüben ist. Dazu auch mein letztes Video, verlinke ich euch hier irgendwo in der Infocard, ich weiß nicht wo. Und ich gebe mir auch sehr viel Mühe für die Taubenvideos und auch zwischendurch die Shorts-Videos. Und ich habe da eigentlich auch voll Bock, um das gerne zu machen. Doch ich weiß nicht, ob das mir Spaß macht oder nicht. Ja, es macht mir Spaß. Ich habe ja im letzten Video auch erklärt, dass ich einen Umzug machen werde und das klingt eigentlich gut für neue Videoideen und das wird mir auch gut passen, weil ich habe neue Videoideen vor und was Neues vor und ja, ich finde das einfach toll, das so zu machen und das Video wird bestimmt nur 2 bis 5 Minuten gehen, deswegen gebe ich euch gleich die Auflösung. Ich habe ja auch erklärt, dass in meinen Videos nichts viel tut. Und also hier im Raum auch gar nichts verändert. Der Taubenschlag wird nicht größer. Ich habe ja auch erklärt, der wird dann größer, wenn ich umgezogen bin. Aber sonst wird das für den Umzug sehr schwer. Da ich ja auch im ersten Kapitel meiner Taubenzucht, also deswegen auch die kleine Taubenzucht, weil jetzt ich jedes Mal auf ein neues Kapitel zugehen werde und das dritte Kapitel, glaube ich, schon beim Umzug sein wird, denke ich mir vor, ja, ich mache weiter mit den Videos. Das heißt also, keine Sorge, ich bin noch aktiv auf YouTube. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, immer gerne unten in die Kommentare schreiben oder wenn ihr mir Tipps geben wollt, kein Problem, ich lese mir gerne Kommentare vor. Deswegen bin ich immer bereit, Videos zu machen. Und wenn ihr irgendwelche Videoideen habt, die ich noch hier machen könnte, lasst es mich wissen, ich mache es für euch. Ich lasse mir da auch Zeit, ich mache mir viele Gedanken darüber und ja, ihr wisst Bescheid. Aber bevor ich jetzt zum Schluss komme, möchte ich euch noch sagen, dass ich euch sehr dankbar bin, dass ihr meine Videos schaut, auch wenn das nicht jeder macht. Ich gebe mir trotzdem Mühe, ich höre nicht auf, ich soll nicht auf meine Zahlen gucken und so. Das war es jetzt also auch schon wieder mit dem Video. Ich wollte es euch nur so gesagt haben und jederzeit könnt ihr mir Fragen stellen. Deswegen war es jetzt auch das mit dem Video. Passt auf euren Tauben auf und lasst mich wissen, wenn was ist. Deswegen bis bald und tschüss.